Hallo ihr Lieben. Ja, heute aus dem Lebenslustgarten, so ganz ohne Video geht ja auch nicht. Und heute startet ein neues Projekt im Lebenslustgarten. Wir möchten gerne ein Gewächshaus haben. Dieses wird aber zuerst als Tomatenhochhaus. Was? Da hinten meldet sich irgendwo so ein Wurm aus dem Gemüsebeet. Also, nochmal neu. Störung war gerade. Moment mal, ich muss mal gerade rüber. Also wir machen auf jeden Fall, wollen auf jeden Fall ein Gewächshaus bauen. Und ich habe heute Morgen einen Plan erstellt. Da hatte ich schon mal ein Bild von dem Plan eingestellt. Und jetzt haben wir ja eine ganze Menge Holz hier. Was macht meine Frau denn da? Was hast du vor? Hast du sonst keine Hobbys? Das sind Sonnenblumen. Das waren Sonnenblumen. Letztes Jahr. Was machst du jetzt damit? Ja, die haben ja schon die Vögel dann gefressen und den anderen Teil haben wir ja schon geerntet. Für die Aussaat für dieses Jahr sollst du eigentlich mal einsehen, aber erstmal Platz machen. Okay, das zum Thema, was meine Amazone macht, meine Fee, meine Fairies. She dance. Was? Keine Ahnung. Ich schreie immer so rum. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier schon mal die ganzen... Da fliegen die Zitronenfalter. Herrlich. Ja, hier liegt schon mal einiges an geschnittenem Holz. Da sind zum einen hier 6 Standbalken, Standfüße. Dann haben wir 2-mal Traufbohlen, 1-mal Firstbohle und 3-mal Verbindungsbohlen. Und da hinten bin ich jetzt noch am Schneiden die Ortgang oder Mittelfetten und für die Dachschräge. Die bin ich jetzt da hinten bei uns in der Chillout-Lounge noch am Zuschneiden. Genau hier. Das werden 3 und jetzt werden nochmal 3 gemacht. Das sind 6. Da muss ich noch die Schräge dran machen. Die Gärung, dass die auch oben schön zusammenpassen. Das ist übrigens das alte Tomatenbeet gewesen. Das Tomatenhaus war nur ein Dach. War aber eine sehr ungünstige Stelle, wo wir das gemacht hatten. Da war zu viel Schatten. Deshalb kommt jetzt was Neues. Und das Neue ist halt erstmal ein Tomaten hoch. Sehr hoch, Tomatenhaus, sehr hoch, 2,50 Meter in der Spitze. 2 Meter Standhöhe überall. 3 Meter mal 4 Meter lang. Und irgendwann kommt dann auch ringsrum Folienwand oder Pergolawand. Und dann haben wir ein ganzes Gewächshaus. Da freuen wir uns schon drauf. Ja, das war halt erstmal von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen tollen Mittwoch. Und ihr werdet sicher noch einiges von uns hören. Bis dann. Tschüss. Was? Naja, habt ihr gehört, die hat auch Tschüss gerufen. Ne? Weil das ist ja eigentlich auch irgendwo. Ich weiß noch nicht wo. Hat halt reichlich Platz hier. Die versteckt sich dann mal irgendwo im Schatten. Okay, bis dann. Tschüss.